Das ist schon. Man hört den gar nicht, gell? Bist du narrisch? Und warum hört man denn nicht Stefan Enzinger? Das ist die erste Frage. Das ist die erste Frage, für die gibt es aber keinen Punkt. Sehr gut, na gut, dann willkommen im Taxi. Rot-Weiß-Rot, oder? Ja, früher Taxi Orange, jetzt VW Quiz Taxi. Herzlich willkommen, Lisa und Steffi. Der Zirka war schon gescheit. Zwei Linksfüße. Was war jetzt? Ja, hat der nicht bremst. England ist ja bekanntlich das Mutterland des Fußballs. Wie viele männliche Profivereine gibt es alleine in London? 21, 17, 12 oder 9? 17 nehmen wir. 17 nehmen wir. Ja, das haben euch die Vorigen gut eingesagt, aber sie haben sich nicht gemerkt, dass die Antwort falsch war. Es ist 12. Ja. Welchen Spitznamen trägt das englische Frauennationalteam? Ich kann euch nicht hören. Laut Stephanie. Lionesses. Richtig. Yes. Der erste Punkt. Wunderbar. An dieser Frage ist noch niemand gescheitert. Auch an mir nicht. Scheiße. Auch an der nächsten ist noch niemand gescheitert. Druckphase. Die Europameisterschaft wird in 10 Stadien ausgespielt, nämlich die unsrige im Sommer. Welches davon hat das geringste Fassungsvermögen? Ist es denn das oder der Lee Sports Village? Ist es das New York Stadium in Rotherham? Ist es das Brentford Community Stadium? Oder ist es die Manchester City Academy? Nein, nehmen wir die Manchester City Academy. Das ist richtig, 7000 Sitzplätze oder 7000er Kapazität für die Euro zugelassen. Echt? Ja, seit wann gibt es eine Fußball-Europameisterschaft der Frauen? 1972, 1984, 1992 oder 1986? Was war das jetzt? 84, 92, 86. Also wir riskieren einfach. Ei, sehr bitter. 84. Sehr bitter, 84. Ah. Aber ihr habt das, wann bestritt das österreichische Frauennationalteam das erste Länderspiel der Geschichte? 85, 90, 94 oder 99? Es ist irgendwas mit 90 gewesen, weil ich immer gedacht habe, weil das ist irgendwie zu lang. Nein, weil man 30 Jahre schon. Die ist schon 2 Jahre her, gell? Die Doppel, wann war denn das? Ich glaube, das ist vor 2 Jahren. Ja, dann ist 90. Ja, ja. Muss so sein. Also? Muss so sein, 90. Vollkommen richtig. Ja, schau, haben wir aufgepasst. Sehr gut, wirklich gut. Ich glaube, das war richtiger. Die meisten haben tatsächlich sich nicht an die Doku erinnern können. Ja. Was mit der Werbung gemacht. Völlig unverständlich. Optimal. Wie viele Spielerinnen kamen bisher im Frauennationalteam zum Einsatz? Wie viele unterschiedliche Spielerinnen? Sorry, ich ja, mal. Was war der Kader früher? Der Kader war wahrscheinlich. Das waren immer nur 16 Leute. 16 Leute. Sagen wir 39 waren es jetzt bei der Irene und da sind noch ein paar doppelt, also dann rechnen wir 30. Sagen wir 50. Irene und beide, dann ist es ist nicht mehr als 150, bin ich mir sicher. Da waren wir nicht 138. Okay, passt. Ja, passt. 138 so Spielerinnen. Unglaublicherweise habt ihr alle drei Ziffern in eurer Antwort dabei, ist jetzt aber trotzdem sehr weit weg. 183 Spielerinnen und nicht 138. Ich bin fast geneigt, euch den Punkt zu geben, aber ich glaube, unser Notar wird sich dagegen aussprechen. Demnach leider kein Punkt für euch, aber wirklich gut hergeleitet. Habt ihr euch viel Mühe gegeben, wirklich unglaublich. Wie viele Tore hat das Frauennationalteam bisher inklusive Eigentore der Gegnerinnen erzielt in der Geschichte? Sind das 252? Sind das 304, 381 oder 421? Der 421 habe ich gesehen, aber ich glaube 381. Ja, 381? Ja, das ist auch gut, das ist nämlich richtig. Sehr schön. Wer ist die bis dato jüngste Torschützenkönigin der heimischen Planet Pure Frauen Bundesliga in der gesamten Geschichte? Die jüngste? Die jüngste Torschützenkönigin. Richtig. 2013, 14 war die Niki Biller 18 Jahre alt, hat 24 Tore erzielt.
Ein Schnellschuss. Wie viele Spielerinnen müssen mindestens am Feld stehen, damit das Spiel nicht abgebrochen wird bei einer Mannschaft? 7, 9, 10 oder 11? Ich glaube, meine müssen mindestens am Feld stehen. Hast du noch nie ein Match mit zwei roten Karten erlebt? Nee, zwei rote Karten. Es sind zwei auf dem Platz, aber mit einigen zwei. Was ist alles darunter? Da ist weniger als wie viele müssen mindestens auf dem Platz stehen? Mindestens 7, mindestens 9, mindestens 10 oder mindestens 11? Mindestens 9 Spielerinnen. Falsch. Mindestens 7 Spielerinnen eines Teams müssen, bitte gerade fahren, mindestens 7 Spielerinnen müssen am Feld stehen, damit das Spiel weitergeht. Das ist ja gewusst. Ja, das haben alle gewusst bis jetzt. Wie viele Frauenkampfmannschaften gibt es in Österreich? Frauenkampfmannschaften? Ja. Das heißt, egal welche Liga? Egal welche Liga. So 90 würde ich sagen, oder? In Wien gibt es, glaube ich, halt ein 3 oder 4 Frauenligen. Ja. Finale Antwort? Aber nochmal, ganz ehrlich, ich gebe euch den Punkt als einziges Team bis jetzt, weil 249, so weit seid ihr nicht weg. Na schon! Gratulation! Super, super, muss ich jetzt? Gratulation zu einer sehr tollen Quizfahrt. Richtig viele gute Antworten, richtig viele gute Herangehensweisen. Hat mir gut gefallen. Ob es am Ende für einen Sieg reicht, werden wir wissen, nachdem das letzte Team im Ziel ist. Danke für eure Teilnahme am Quiztag. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Es war eine sehr komfortable Fahrt, oder? Ich werfe mal die Damen um die Woche. Parking. Super gefahren, Lisa. Super. Steffi, danke. War super gemacht, danke. Danke auch. Und viel Erfolg in Richtung Europameisterschaft. Die Ableitung war optimal, wenn man in GT